This above all else is practical. It is. Dies ist vor allem praktisch. Es ist nahezu perfekt, wie es perfekt sein kann. Es gibt keine Löcher darin. Es wird niemandem einen Schaden zu. Die spirituelle Grundlage macht es zu einer Waffe, die nicht gegen uns verwendet werden kann. Es ist eine Revolution mit einem Stift und einem Scheckbuch. Niemand muss auf die Straße gehen. Niemand braucht ein T-Shirt zu tragen mit Je suis Charlie darauf. Niemand muss mit einem Banner demonstrieren gehen. Sie müssen gar nichts davon machen. Man braucht weder die CDU noch Merkels Partei loszuwerden, welche das auch immer ist. Es wird sich einfach auflösen wegen dieser Energie. Diese Geldenergie ist eigentlich, der Plan ist, this energy, this money energy, is in effect what we're going. The plan is, well, not the plan. It's not a plan. The idea, and we'll get back to the practicalities. Also, wir müssen wieder übersetzen. Dann. Yeah. Es kriegt einige, oder kriegt das nicht mit. There's the. Yeah. There's the Man river. Warum zu übersetzen? Sorry. Yeah. Here's the. Wenn das hier ein Fluss ist, dann sind hier die EZB, IMF, World Bank, die Federal Reserve. Die parken alle auf dieser Seite. Das ist der Dollar, das Pfund, der Yen, der Euro. Das sind die Währungen auf dieser Seite. Warum werden diese Währungszeichen von zwei Linien durchkreuzt? Das ist die Zahl 11. Es gehen immer zwei Linien durch die. Das ist die, symbolisiert die Zahl 11. Das sind die Twin Towers, die Zwillingstürme. Es gibt die doppelten Gebäude überall. Das ist die Downing Street Nummer 11. Oder 11 Downing Street. Es gibt die Downing Street Nummer 10. Das ist der Kanzler des Schachbretts. Das sind alles religiöse Posten. Exchequer Board. The Chancellor, the Chancellor. Der Kanzler. Religious appointments. Schachbretter. So these are all religious appointments. Peter, I have a very brutal question. Yeah. Am I allowed to ask? Yeah, yeah. Has your bank account in UK ever debited? Have you ever got the money on your bank account with sending in the promissory notes? Have you received money in reality? On your bank account. We receive promissory notes. Okay. Yes, but you, yeah. You basically, yeah, have these promissory notes. Yeah. You basically go yourself to a, yeah, bank in England. No. What? We deal with no bank on that basis. Maybe I'll explain. Hat das nicht für sich umgesetzt. The promissory note, when someone submits a promissory note, what you're confusing us with is what a typical bank will do. So you go, they come and sign a mortgage document or a promissory note. Du missverstehst es, was eine normale Bank machen würde. Nee, was meine Frage ist, we don't sell the promissory note. We hold it. The promissory note is your note. You give the money to yourself. Du gibst dir selbst das Geld. Das ist dein Geld. Ja, yeah. And then I go and pay something with it. Yes. Mit den LLTs. So, okay, so let's go on just that point. Meine wollte damit sagen, ob Peter selbst mit einer LLT bei irgendeiner Bank der Welt bereits Geld erhalten hat. Ja, erhalten hat. That's the question. You with a LLT went to any bank and have got money out. I wouldn't do that, no. Er würde das nie machen. Why not? Okay, because we've got, we are aware of public versus private, yeah? Are you aware? You're aware of this. These two sides. Okay. So, with the public side, this is everything to do with debt. Der öffentlichen Seite hat alles zu tun mit Schulden. So this is mortgage. Die Hypotheken. Bank loans.
Darlehen. Taxation. Steuern. Fines. Bußgelder. Court. Gerichte. Fines. Oder Gerichtsbußgelder. Everything that's coming in. Utility bill. Yeah, utilities. Which is like gas, water. So das wie Strom, Wasser. Das ist alles auf der öffentlichen Seite. Public side. Okay? This is what the protective facility of the check and the LL, well, the checking facility was designed to prevent you being overwhelmed with. Mm-hmm. Okay? So. Kannst du das mal übersetzen, bitte? Nee. Das ist. Mach du mal okay, Karin, bitte. So, Karin, machst du das irgendwie? Ja, also das war die öffentliche Seite und das war die Initialidee der Schecks, dass die Menschen nicht überhäuft sind mit Schulden und vollkommen untergehen, kurz vor Bankrott stehen, Häuser verlieren. Das war die Idee. Schuldenlos werden. Schulden, also nicht kaufen, Schulden, Öffentlichkeit. Mhm. Bills of exchange, all that is regulated by it being a check, it being a negotiable financial instrument under UCC Article 3 and what's called the Bills of Exchange Act. I have to ask. Yeah. Why do you say checks? We have always discussion in the Skype chat, mm-hmm. They mean LLT. Yeah. Ist das normal, dass man im Englischen auch Scheck sagen kann? Yeah, because this is what I'm saying, this is how it started. So, because you came in with late. Yeah, okay. The whole world had the checks. Okay. Der Rest der Welt hatte die Schecks und wir sind erst sehr spät. Deutschland, damit ihr das im Chat auch versteht, Deutschland ist sehr spät erst eingestiegen in die WW-Removement-Bewegung. Yeah. Everywhere else, Canada, America, Australia, yeah, okay. South Africa, New Zealand, yes. Everywhere had this. Okay. Und die LLTs sind erst im April? Kurz vor Weihnachten. Okay, alles okay. Dezember, jetzt verstehe ich. Yeah. Ja. Dann habe ich das nämlich auch geklärt. So, ja, verstehe. Womit sich die Weir Bank befasst, sind Währungseinheiten von Konten, Scheckheftgeld, Giralgeld. Unit of account, checkbook, money. Also womit die Weir Bank monetary unit of account, checkbook money or bank. Ledger money, not scrip, not keine Scheine, notes. Keine Banknoten. Die Wirbank in der Schweiz ist das gleiche Konzept. Du kannst keinen Wir-Geldschein aus dem Automaten ziehen. Du hast keine Geldscheine mit Wir darauf. Du hast nur Geldeinheiten auf einem Konto und auf einer Karte, einer Zahlungskarte. So, on this public side, Seite, which started with the checking facility, was mit den Scheckbüchern angefangen hatte, the promissory note is issued by you. You create it. When you go to the bank, to take out a loan or a mortgage or a loan. Wenn man zur Bank geht und irgendwie sich ein Hypothek holt, ein Darlehen oder yeah. So etwas. Mm. You sign. Unterschreibst du? An agreement. Eine Vereinbarung. Mm. The moment you make this signature on here, they create for you an account with the money. In dem Moment, wo du die Unterschrift leitest, eröffnen sie für dich ein Konto mit dem Geld. Also das Geld wird dazu on a computer. They don't go and have a look. Die gehen nicht an den Tresor und gucken, wo das Geld ist und nein, legen es dann auf ein Konto. Nicht genug Geld heute. Ja. They just go, yes. Good. Okay, so for Marianne now. So Marianne goes to the bank and then they give you this
this credit. Marianne geht zur so Bank und dann geben sie yeah, but let's say it's 100,000 and you want to buy some property. Mm-hmm. Yeah, and it's 100,000 full, mm-hmm. no question. The bank will transfer that to Sparkasse to Commerzbank. Von der Sparkasse zur Commerzbank zum Beispiel. Yeah, electronically. So. Electronically. You never see it, and then if this man he does something with it, it will go to another, to Deutsche Bank, Hypo Varian's Bank. It'll do the circuit, and then just. Und dann geht's vielleicht weiter zu anderen Banken. Die Art und Weise, wie das Geld transferiert wird, ist das bekannte SEPA-Verfahren. Ist das richtig? Okay. The kind that transfer the money is with this SEPA, you know, this the way of to transmit the money, the how's it called? Swallow. The wheel bank is doing it with Swallow, but within the matrix. Okay. These banks use SWIFT. Yeah. SWIFT. Yeah, das meinte ich, ja. Which stands for secure, diese Banken benutzen das SWIFT-Verfahren, was für Secure World International Fund Transfer steht. Alles, was es ist, wie hier in unserem Beispiel mit den 100.000, ist so etwas in der Art wie MT976 und dahinter die Summe 100.000. Das ist alles, was sie übermitteln. That's all they transmit. Genau. Mm-hmm. A basic alles, code. Was sie überweisen, ist ein Code, wie er den dort, dieses MT. M transfer. M transaction. A money transaction. With a code. Mm-hmm. And at the other end, they have. Und auf der anderen Seite haben sie dann ein Buch, wo sie diesen Code genau, zuordnen können. Auf der anderen Seite haben sie ein Buch und dann wissen sie, das ist. Money transfer accepted for. Okay. Dann können Sie zuordnen, was dieser Code bedeutet. All this SWIFT is like, alles, was SWIFT ist, ist wie eine Art E-Mail, eine sichere E-Mail-Abwicklung. Also wenn wir jetzt zurück zu Marians Frage gehen, dann gibt es jetzt diese 100.000 und die Banken haben etwas für dich getan und du freust dich. Aber du musst es die nächsten Jahre mit Zinsen zurückzahlen. Und wenn sie es zurückhaben wollen, können sie es einfach sofort zurückfordern. Was sie jetzt mit diesen 100.000 machen, ist so, wie es in der Vergangenheit mit dieser Mindestreservekreditvergabe war. Mit einem Faktor von 9 zu 1 kann diese Bank nun diesen Betrag nehmen und einen Spin-off daraus machen. Außerdem können sie dieses Versprechen zu zahlen wie eine Promissory Note weiterverkaufen und zu Geld machen. They can sell it on. Ja. Das verkaufen sie weiter. Monetize it. Yes. Okay. We don't do that. Wir machen das nicht, okay? Bei der Weir Bank wird es, sobald die Note bei uns ankommt, eurem Konto gutgeschrieben. Und die Promissory Note bleibt bei uns. We credit your account notionally. Es wird deinem Konto gutgeschrieben. Yeah. And this stays with us. Und das bleibt in der Weir Bank. Und da muss ich jetzt fragen, weil ich das auch vom Chat gefragt wurde, wo werden die verwahrt? Wie verwahrt ihr die? How you keep the how you keep the in a safe? Yeah, in a safe. In einem Tresor. Okay. So, technically, technisch, we have the right, haben wir das Recht, to sell them. Haben wir das Recht, diese zu verkaufen. But why would we? Aber warum sollten wir? Because if we do that, wenn wir das tun würden, we're the same as here. Okay. Wären wir genauso wie die anderen Banken. That's why we put the safety catch protection. Was ist die safety catch protection? Like a safety catch on a gun. AGBs. Sicherheits thing. Safety catch. Oops. So eine Art Sicherheitsknopf. If we trade this. Wenn wir das handeln würden, or monetize it, zu Geld machen, it immediately extinguishes your liability on the note. Dann würde es sofort
deine Schuld tilgen, also müsstest sie nicht mehr zurückzahlen, weil es weiterverkauft wurde und zu Geld gemacht. Eine Teilnehmerin fragt, von wem wird die Promissory Note ausgestellt? Von dir. Sie hat nichts mit uns zu tun. Du bist dein eigener Banker. Aber dann muss ich doch garantieren, dass sie gedeckt ist. Ja, durch dein Wort, Freeman. Du gibst dein Wort, dass du deine Energie widmen wirst, eine Verpflichtung oder eine Verantwortlichkeit innerhalb der Gesellschaft zu übernehmen. Es ist ein Versprechen. To repaying what you said you do. It's a promise. Du gibst ein Versprechen, dass du deine Energie in die Gesellschaft einbringst, deine Energie. Okay. Okay. Look at this. If you go into a euro note. Okay. This is a Schau promise. Dir das an. Das ist ein Versprechen. Das ist ein Versprechen. Es hat nichts drauf. So, das ist ein Versprechen zu zahlen. Ein Versprechen zu zahlen. Und diese Dame hier hat einen Kugelschreiber. Und ich möchte den kaufen. Sie sagt, er kostet 10 Euro. Also verspreche ich ihr, 10 irgendwas zu zahlen. Und bekomme dafür den Stift. 10 Euro zu zahlen. Right. Was ich nun tun sollte, ist es, morgen oder übermorgen zu ihr zurückzukommen, um das Versprechen einzulösen. Es wird immer ein Versprechen gegeben, weil die tatsächliche Sache, die du versprichst, nicht vorhanden ist. Aber keiner geht wirklich am nächsten Tag zurück zu Tengelmann oder Karstadt und sagt, oh, übrigens, ich habe euch gestern ein Versprechen gegeben. Ich habe einen Einkauf mit Waren im Wert von 150 Euro mitgenommen. Dieses Scheins, also dieses Versprechen. All that's happened here is, das ist das untersteht, Gold in dem Sinne, oder was? Oder wie soll man das jetzt verstehen? Gold is what it used to be back by. Gold das war es gewöhnlich. Gold war es gewöhnlich. The dollar comes from the German word Thaler. Thaler. Okay. Echt? Ja. Wenn dieser Schein das Versprechen ist und ihr bekommt den Kugelschreiber und dann müsst ihr am nächsten Tag kommen und eigentlich das hinbringen, was dahinter steht hinter dem Schein. Verstehe ich das richtig? Ja. Yeah, but nobody on earth can do it. I mean, not the bank, not we. No. Nobody has what value behind. No, so to make the, but this up until 1931, though, they did. Aber bis 1931, 1933. Until we had gold coverage, but it's gone a long time ago. Yeah. So, what we are now... Wo sie uns jetzt hineingeworfen haben, ist Folgendes. Wir waren eigentlich immer alle auf der privaten Seite. Seit 1931 in England, seit 1933 in Amerika und bei euch war es mit dem Versailler Vertrag bereits 1919. Da wart ihr ruiniert und erledigt. Seit diesem Zeitpunkt haben sie uns von der privaten Seite auf die öffentliche Seite geworfen, mit einer Kreditlinie von der Zentralbank. Und ab diesem Zeitpunkt galt für euch alle die öffentliche Seite. Aber die Clintons, die Blairs, die Bushs, den Rothschilds, die großen Kartellfamilien operieren alle auf der privaten Seite. Cartel families, they operate on the private side. Die JP Morgans, Goldman Sachs, davor Lehman Brothers und so weiter. Die agieren alle auf der privaten Seite und nutzen diese Instrumente und Versprechen. So, when you make the promise here, wenn du das Versprechen da machst, also bei der normalen Bank, they know they have you locked in. Dann haben sie dich eingeschlossen. 10 years or 25 years, für 10 oder 25 Jahre, which equates to 40 hours a week, was dann sich summiert zu 40 Stunden die Woche, times 48 weeks a year, 48 Wochen im Jahr, at. So this um das zurückzuzahlen. That's the control. That's the control mechanism. Das ist Kontrollmechanismus. On this private side, so with these
checks here. Mit diesen checks. When they're sending you, when you get into trouble on this side here. Wenn du in Schwierigkeiten kommst auf dieser öffentlichen Seite. It's for a very simple reason, because it's. Das geschieht aus sehr einfachen Gründen. Because P will always be less than P plus I. So principal, principal, das Prinzip, which you borrow, was du is always going to be less than the principal plus the interest. Ist immer weniger als das Prinzip plus der Zinsen. So with this here, mit dem da, auf der öffentlichen Seite, because of the circulation of the money, aufgrund des Zirkulierens des Geldes, das Geld zirkuliert. Yeah, this 100,000 comes out. 100,000 kommt raus. Go into secondary market, third market, fourth market. Die gehen dann auf den zweiten Markt, dritten Markt. You can pay him here, and he keeps it in under his bed. It comes out of circulation. It can come out of circulation. So what this means is there is always a number of people that must go bankrupt. Also, da es müssen immer einige Leute bankrott gehen. Yeah, because the it's like a tank like this and a tank like this. Als Beispiel hat er jetzt zwei Tanks. So nennt er sie. So, that's the mechanism by which the financial system vom Finanzsystem will always be breaking certain people in the system. There's not enough money for you to pay. Es wird immer einige Menschen bankrott gehen lassen, weil einfach nicht genug Geld im Umlauf ist, um das alles zu zahlen. Because for every note that is printed, they must print another one. Müssen Sie eine andere drucken? Immediately. Sofort. To pay the interest. Um die Zinsen zu bezahlen. On the first one. Um die Zinsen der ersten zu bezahlen. That's why we have 19 trillion of debt in America, and the debt gets higher and higher. Deswegen gibt's 90 Trillionen Schulden in Amerika und die Schulden werden immer höher und höher und höher. Okay, so this is just to then explain on the public side. Das um zu erklären, wie es auf der öffentlichen Seite läuft. The United Nations, the Universal Declaration of Human Rights. Die universelle Erklärung der Menschenrechte. Yeah, incorporated this social safety net here for credit for you, for a social system. Incorporated. Was the design? Entwickelten dieses Ding, um eine soziale Sicherheit zu schaffen. Yeah, das richtig verstanden. Very quickly. Yeah, very quickly. You had Bretton Woods. Das Bretton Woods Abkommen. 1944. Universal Declaration of Human Rights. Die Menschenrechtserklärung. 1945. Okay, so this was the deal sold to the world. Das war der Handel, der an die Welt verkauft wurde. Yeah, for the gold to be taken away. Ah, um das Gold einzusammeln. And this was the guarantee. Und das war die Garantie. No more war. Keine Kriege mehr. Housing for everyone. Häuser oder Obdach für jeden. Social security for everyone. Soziale Sicherheit für alle. And this was put together by the lead was Eleanor Roosevelt. Und das wurde von Eleanor Roosevelt. The wife of President Roosevelt, who oversaw this. The wife? Yeah. Yeah. Die Frau von Roosevelt, die who over? Didn't get that. Sorry. I don't know, I forgot. Overseen. So this was the package, the deal. This was done by Keynes, Henry Morgenthau, Henry Weiss, who used to be Weisberg, all these people.
Yes. Über das Paket dieses Geschäfts von all den Leuten, die er da eben genannt hat. Yeah. To bring an end to the war. Um endlich Kriege beenden zu können. Right, so these financial instruments then came out of this, and what we have dadurch therefore, entstanden diese finanziellen Instrumente. And then to answer Marianne's question on this, what we do with it. Um deine Frage zu beantworten, was wir damit machen. We hold all these promissory notes. Wir behalten all diese promissory notes. As a clearinghouse or an accountancy service. Als ein accountancy, als eine Kontierungsdienstleistung oder Kontodienstleistung. Clearing is the same. Clearing in German? Yeah. Clearing bank, same note. So, the reason for this is for this reason. On the public side, for a debt, auf der öffentlichen Seite für eine Schuld, they must accept, müssen sie akzeptieren, legal tender, müssen sie gesetzliche Zahlungsmittel akzeptieren. Yeah, it's the law. Das ist das Gesetz. But only for a debt. Aber nur für eine Schuld. With the analogy here with the pen, um nochmal auf die Analogie des Stiftes pen, zurückzukommen, I can offer, ich kann etwas anbieten, the Euro, she might say no, I want oranges. Also er kann Euro anbieten, aber sie kann nein sagen, sondern ich möchte Orangen. Or whatever she wants. Oder was auch immer. Mm-hmm. Private. Privat. Mm-hmm. On the public side, auf though, der öffentlichen Seite, because of this agreement, aufgrund dieser Vereinbarung Bretton Woods und Menschenrechte. You're on the public side because honor and dishonor, Ehre und Unehre, yeah, yeah, honor and dishonor, auf Glauben und Vertrauen, oder? Have a value. Sorry? Have a value. Haben einen Wert. Okay, so here when they send a bill, wenn sie eine Rechnung schicken, a bill to you, it's a bill of exchange. Es ist eine bill of exchange. Utility bill, gas bill, water bill, electric bill, so wie fine, no contract involved in it. So wie Gasrechnung, Wasserrechnung oder Bußgelder, da sind keine Verträge. Don't you sign for the service. You did apply for the service. So du did sign. Du hast für diese Dienstleistung sozusagen unterschrieben. But it's what's called an adhesion contract. Adhesion contract means you have no choice. You can't get electric from anywhere other than the global machine that supplies the electric. You can't get your water from anywhere. You don't have a choice. Du hast keine Wahl. Du musst diese Verträge eingehen. So, with a public side debt, mit einer öffentlichen Schuld, then legal tender, wird das gesetzliche Zahlungsmittel, can't be refused. Können gesetzliche Zahlungsmittel nicht abgelehnt werden. Full stop. Punkt. Go and read. Go on to the European Central Bank, go on to their website and look up what is the definition of a euro note. Is it legal tender? Geht auf die Webseite der Europäischen Zentralbank und checkt aus, was eine Euro-Banknote ist. Yeah. Das ist ein gesetzliches Zahlungsmittel. Okay, so, very simple step then. If legal tender, Wenn gesetzliche Zahlungsmittel eine promissory note, also ein Schuld, then, Zahlungsversprechen sind, then a promissory note, your promissory note, dann ist eine promissory note lodged with a bank, hinterlegt bei einer Bank, is a bank note, ist eine Banknote. Full stop. Punkt. The definition now then, or the challenge, is WeAreBank a bank, or is it not a bank?
die Definition und Herausforderung ist, nun ist die Weir Bank eine Bank oder ist sie es nicht? And the definition of a bank, und die Definition einer Bank for hundreds of years, if not thousands, war seit Hunderten von Jahren, wenn nicht Tausende von Jahren, even in the Bills of Exchange, sogar in diesem Bills of Exchange Act, is a person or eine Person, a body of people, oder eine Gruppe von Leuten, incorporated or not, that means as a company, you know, GmbH or not, oder nicht. Gebildet als eine Firma, wie GmbH, oder eben auch nicht. Mm-hmm. Involved in... Die daran beteiligt sind. Of banking. Die im Banken beteiligt sind. Oder sich darum jetzt damit beschäftigen. Finish, Peter? I have a question. Sind wir das private öffentliche Bankensystem? Haben wir uns jetzt auf die Seite gleichgestellt wie die Rothschilds? Ich frage einfach mal so. Are we on the private or on the public side? No. Are we on the side of the Rothschilds with the Weir Bank or are we now private? On the private side. Okay. We're on both. Wir sind auf beiden Seiten. That's why on your promissory note. Yes. Deshalb steht auf deiner promissory note. It has two values. Hat es zwei Werte dort stehen. It has sterling. Okay. And it has sterling. Re. Und den Re. It gives us, and this is what, which is very important, because this is what wichtig. People are missing. Das ist sehr wichtig zu verstehen, was. They're missing. So we're still with Marianne's question here, because it's very important. Mm. We have the 150. And we have the 148. Auf unserer Promissory Note sind ja die beiden Beträge, einmal die 150.000 Pfund und einmal 148.000 Re. Okay, so, this has got a relationship, we say, to sterling of a 2-to-1. Sorry, I've got it the wrong way around. Die stehen im Verhältnis 2-to-1 zueinander. Okay. That's there for a reason. Das steht dort aus bestimmten Gründen. So we've done it this way so we can operate in two worlds. Das haben wir so gemacht, damit the world we want to go to in beiden Welten agieren können. Einmal in die wir hinein wollen and the world we're in. Und die Welt eben in der wir gerade stecken. Public. Die öffentliche, das ist den Pfund Sterling. Und der Re ist die private Seite. With a membrane or a curtain between a curtain. Und dazwischen ist so eine Art Vorhang oder Membrane. So, everything, when the promissory note is generated in the account, wenn die promissory note auf dem Konto dann generiert wird, it shows this in your account. Zeigt es auch genau das auf deinem Konto. Okay. So every time you take you debit here something for 50.000 check. Also jedes Mal, wenn du irgendwie zum Beispiel einen Pfund ausstellst, that drops down and that drops down as well. So that would be 19. Dann wird das jeweils auf beiden Seiten dann auch dementsprechend kontiert. Okay. So, here, what we're primarily doing is giving you a defense. Don't forget, this is always for defense. Wir sollten nicht vergessen, das ist alles eine Möglichkeit, um uns zu schützen, um uns zu verteidigen, um uns dagegen zu wehren. For all und the damit people, gibt er uns eine Möglichkeit, das zu tun. For all the people who are in trouble, für alle Leute, die in Schwierigkeiten sind, because of this. Aufgrund dieses P ist kleiner als P plus Zinsen. Yeah, so that's the method. Because das ist die Methode. The system doesn't care. Das System kümmert sich nicht darum. It's like the casino in Las Vegas. Es ist wie ein Casino oder eine Spielhalle in Las Vegas. It'll always win and it doesn't care who loses, but the house always wins. Das Casino gewinnt immer
und es ist ihm völlig egal, wer da verliert. So, if you get into trouble here, wenn du da in Schwierigkeiten gerätst, the court, das Gericht, the courts, yeah, the court, and the court system, does not care. Kümmert sich auch nicht darum. Maybe 100 years ago, they did listen. Vielleicht vor 100 Jahren haben sie noch mal zugehört. Now it's just, can you pay? Yes or no? No? Bang. Finish. Next one. Heute geht's nur darum, kannst du zahlen? Ja oder nein? Wenn nicht, ist es halt. And it's designed this way to destroy society and keep everyone in fear. Das wurde extra so kreiert, um die Gesellschaft zu zerstören und alle in Angst zu halten. So the defense, so die Verteidigung, is to use their own instruments, ihre eigenen Instrumente zu nutzen, that the entire house is built upon, worauf dieses ganze System, das ganze Haus drauf aufgebaut ist. Yeah. Plus all the furniture inside the house, the architecture of the commercial financial banking system. Architecture of the financial. Plus der ganzen Architektur des oder des Aufbaus des gesamten Finanzsystems, was is based on one thing. Basiert auf einer Sache. The signature. Und das ist die Unterschrift. There is no money. Es gibt kein Geld. Never has been. War niemals da. Because. Weil. The only thing that pays for goods and services. Ein einzige, was für Waren und Dienstleistungen zahlt, ist. Sind wiederum Waren und Dienstleistungen. It's like an exchange. Yeah, so the proof of that is I have, der Beweis davon ist, in 1925 a kilo of gold here. 1925 als Beispiel hat ein Kilo Gold. What are you going to buy it with? Was kannst du damit kaufen? Ist nicht transportiert. Nein, kannst du es kaufen? Was? Yeah, you can't buy it. You can't buy it with anything. I need to get this bit more into my brain as a practical thing. So, you come to me and you say you want a cash system, handheld, something like that, for example. And I say, yes, okay. And in our normal economic terms, I would tell you, okay, that's the price you need to pay, and then I make it happen. What would you do? Kannst du das noch jetzt auf Deutsch kurz sagen? Bitte. Yes. Mach ich gleich. Ja. Okay, ich hab gefragt, wenn ich jetzt mit ihm einen Vertrag mache, er möchte, you want to have whatever software you need for your wear bank. You are asking me to develop it. Okay. Also er fragt mich, ob er eine Software haben kann für seine wear bank. Ja. Und ich sage, okay, die kann ich dir entwickeln. Und weil ich ja hier auf der Erde bin und Geld brauche, sage ich ihm, kostet 50.000. So, was macht er dann? Okay, cash. Kriege ich Geld oder? Ah ja, Monetary Laut, oder? Unit. Oder ein legaler Tender. Account. Fragen wir den jetzt. Über Geld. Credited. Ja, ist aber alles, ne? Wert. To es your ist alles Wert. Ja, yeah, I'll tell you. Mhm. Genau. Es geht jetzt um die Praxis, klar, ich verstehe das ja. Three possibilities. Drei Möglichkeiten. Okay. Okay. We are practical. Wir sind praktisch. Above all else. Mhm. This is why we receive some criticism. Deswegen by the people who don't understand this. Weil sie das nicht verstehen. The shills and the trolls and the people who attack it, mm-hmm, by saying it's a scam, mm-hmm, it's a fraud. Die Leute, die ihn attackieren und kritisieren und so etwas, ja, diese Trolle, die sagen, das ist ein Betrug. Und because they say they have this re, mm-hmm, but they still ask for the £10 and the £10 per month, mm-hmm, and the money for the checkbook. Mm-hmm. Or the LLT. I would ask you to give me money as well. Yeah. If you want my software.
Okay, that's ist good. So we can give you money. Okay. But we have to try and educate you. Wir können dir Geld geben, aber wir to start thinking of leaving the old and coming into a newer environment. We only have to try. Aber because wir würden versuchen, dich zu lehren, with your 50,000 software, 50,000 that you want for the bill. 50,000, die du 50,000 for the bill. What's Mervishsteuer in this country? 20%? 19. 20%. Yeah. That's a fifth. Mm-hmm. Put five in, so we take 10 off, because you've got to pay this to the government. Then there's your profit on it. Half, what, 50%? I don't know, time, it all depends. Maximal 40%. So, the real cost of probably the delivery of it, without a profit, might be, I don't know, 25,000. Well, I mean, the profit is, well, the people who are in the profit, but they are not having more than 10% profit. Okay, so 10%. So whatever these figures arrive to, what we've got is the cost of this 50,000, and then what's called the cost of the carry and the profit and the insurance and all the other people that are involved. So everyone involved, oh right, sorry, I'm going much too fast, sorry. Okay. So let's keep it simple. It's just the fact that there are additional costs in here. Dieser Rechnung sind zusätzliche Kosten enthalten, also die du da drin. So what we'd like to do is to say, right, okay, if we absolutely need this service of 50,000, wenn wir unbedingt diese Dienstleistung von 50,000 benötigen, yeah, we'll come up with an offer. Dann kommen wir auf dich zu mit einem Angebot. We could say, right, we could give you 10,000 a month over 5 months. Wir könnten dir 10,000 monatlich geben über 5 Monate. Or we could say, oder wir könnten sagen, we'll credit your account, wir with us, wir schreiben dein Konto with the 50,000, mit den 50,000, the Weir Bank account, your account. So what we do is we'd say you open an account with us. Du eröffnest ein Konto bei uns. Without a promissory note. You don't have to do anything. You're a business. You don't want anything to do with this promissory note, free man nonsense. Mm-hmm. Right? So we credit you with 50, which you can now, not maybe today, but which you can then exchange or use. Die du jetzt umtauschen oder nutzen kannst. To pay for other goods and services. Um andere Waren und Dienstleistungen zu kaufen. Und über welche Währung? Or we do, or we can do a 50-50. We could pay the 25,000, so that it's all, it's a fluid. Okay, this green number, the 50 in the middle, is the money on my account with the Weir Bank? Yes. And is it 50 euro or pounds, or is it re or something? No, it's whatever we've agreed. If you wanted it as euro, we credit into your account as euro. Also es ist immer in der Währung, die du gerne haben. What we would also wenn do, du Euro haben möchtest, dann schreiben wir dir Euro gut. What we would also do is credit this side of the ledger. Wir würden auch as well. Okay. Also auf dieser Seite des Kontos würden Sie es auch gut schreiben. Den Wert 25.000 Re. Jetzt geht es aber darum, dass wir die Frage komplett beantworten. Ja. Wir haben jetzt auf der Weir Bank eine Gutschrift, also ein Guthaben von 50.000 Euro, weil wir uns dafür entschieden haben. Und diese 50.000 Euro, ja, da ist jetzt die wichtige Frage an dich, Peter. Wie können wir diese 50.000 Euro in unser im Moment aktuelles System investieren? Okay. The question is how we can invest it in this actual system we're now. Okay.
Right. So, well, there's two things you can do. Zwei Dinge, die du tun kannst. You can trade it. Du kannst es within the circle. Du kannst es innerhalb des Kreislaufes handeln. And the model there. Und das Modell da. For people who think it can't be done. Für die Leute, die denken, dass das nicht geht. Is the Via Bank model in Switzerland? Ist das Via Bank Modell in der Schweiz? Where 25% of all small medium enterprises in Switzerland trade nothing but Via. 25% der kleinen Geschäfte und Unternehmen in der Via Bank in der Schweiz handeln mit nichts anderem als mit der Via Währung. Ja, das habe ich verstanden, aber diese 25%, die stehen auf der ganz rechten Seite. Ja. Weil wir ist gleichbedeutend Re. Ja. Ich rede aber jetzt von Euro. Von 50.000 Euro, ja, die ich auf der Wirbank auf dem Konto habe. Und mit diesen 50.000 Euro will ich mir jetzt für 10.000 Euro diese Möbel hier alle kaufen. Was kann ich tun? You can. Wie kann ich das tun? Okay. Okay, die Idee ist es, es gibt zwei Wege. Der erste ist, dieser Handel läuft auf der privaten Seite. Dieser Tisch wird von dir verkauft und es gibt keine Schuld. Du möchtest es von irgendjemandem kaufen. Sagen wir einfach, von dir dort. Es ist dein Tisch und du möchtest Geld. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du schreibst eine ganz normale Note an den Zahlungsempfänger, damit dieser dann der Bank vorgelegt wird. Sagen wir, der Hypovereinsbank. Also ich schreibe ein LLT an die Bank von dem Verkäufer dieser Tische. Richtig, aber da ihr beide auf der privaten Seite agiert, so war es meistens der Fall, musst du den Zahlungsempfänger darüber warnen, was das System eventuell daraufhin macht. Sie könnten den LLT ablehnen. Sie könnten sagen, dass dieser LLT nicht begehbar ist. Sie könnten auch sagen, dass die WeirBank keine Bank ist. Dazu muss ich sagen, dass es anfänglich nicht so angedacht war, um Anschaffungen zu machen. Wir wollen weniger Konsum denken, weniger Verrücktheit, nicht noch mehr kaufen, weil du möchtest einen Tisch, er möchte ein Mercedes. Sie möchte ein Teilzeitwohnrecht in Ibiza. Und das ist die Welt, aus der wir alle herausholen müssen. Es ist ein krankes Konsumverhalten. Eine Teilnehmerin sagt, ich verstehe, was du sagst. Du sagst, ich habe die Option, gehe zur Bank, um Geld zu bekommen. Was ich aber nicht verstehe ist, warum kannst du nicht den LLT nehmen, zur Bank gehen, das Geld erhalten und es mir geben? Das ist nicht unser Job, aufgrund einer simplen Gleichung, die bei einem Scheck wie folgt ist. Bei einem Scheck sind immer drei Seiten involviert. Es braucht einen Zeichner, einen Zahlungsempfänger und die Inkassobank. The drawer ist der Zeichner. Pay. Der. And the collecting bank. Debit. Plus then there's the other. Der Empfänger, genau. Aussteller, Empfänger und eben die Bank. Oder. Aber dann gibt es noch einen vierten. Und das ist der Bezogene. Im Gegensatz dazu braucht es bei der Promissory Note nur zwei Parteien, laut dem Bill of Exchange, was der Zeichner und der Bezogene ist. Der Zeichner und derjenige, der es akzeptiert. Deshalb, wenn du zu Gericht musst, zum Beispiel weil du deine Gas- oder Stromrechnung nicht bezahlt hast, und du versuchst es mit einer Promissory Note zu zahlen, and you try to pay und du versuchst es zu zahlen with a promissory note, mit einer Promissory Note, kann der Bezogene Nein sagen, weil es etwas zwischen euch beiden ist. Acceptor, also der Utility Company, can say no.
It's between you two with a promissory note. Bei einem Scheck können Sie es nicht ablehnen. Okay, mit einem Scheck können Sie es nicht ablehnen. So, okay, understand. Okay, du bist Peter of England. Du bist die Weir Bank. Aber was ist mit deiner Familie? Sie könnten doch im Grunde zur Bank gehen und den LLT einlösen, oder? Nun, ich habe keine Familie. Ich sehe nicht so ganz den Punkt. Nun, lass mich mal sehen. Marion fragt, so wie ich das hier verstehe, man gibt LLTs von einem zum anderen und setzen damit dieses System in Bewegung. Und wir bezahlen alle mit LLTs. Ich dachte, das wäre die Idee. Nein, die Idee ist, wir haben verschiedene Phasen. Wir haben 1, 2, 3, 4, let's say 5. Es gibt 5 Stufen. We started here with the check. Wir starten hier mit dem Check. Check oder LLT. Check. Okay. Then we've gone to here. Dann sind wir, ja, dann ging es weiter mit dem LLT. The reason for the jump. Der Grund für die Veränderung oder für diesen Sprung war. Ja. Is that the regulatory authorities, die Regierungsbehörden, ja, danke. Yeah, basically was saying that a check, weil die sagten, dass ein Scheck is not legal tender, ist kein gesetzliches Zahlungsmittel. Okay, wir waren schon mal bei der Regulierungsbehörde, soweit ist die Bank schon gelandet. Und daraufhin ist er hingegangen, hat es in LLT umgewandelt. Und jetzt? Okay, however, that is incorrect. Also es wurde korrigiert? Nein, das ist nicht korrekt. Nein, ein Scheck ist durchaus ein gesetzliches Zahlungsmittel. Ist auch ein, also beides ist so. A check is also a promissory note. Ein Scheck ist auch eine promissory note. Und eine promissory note, die unter Common Law erstellt wurde, ist eine Banknote. Das ist ein sehr interessantes Konzept. In jeder Diskussion mit einem Schuldner, bei Gericht oder einem Versorgungsunternehmen, darf es nicht zwei verschiedene Versprechen geben. Milch ist Milch, Wasser ist Wasser, ein Apfel ist ein Apfel. Es gibt verschiedene Arten von Äpfeln. Einer ist rot, einer ist grün, aber letztendlich ist es das Gleiche. Also, um das zu widerlegen, habe ich die beiden Schriftstücke Yalta 1 und 2 verfasst. Und das aus sehr konkreten Gründen. Um das zu bekämpfen, oder? Ja. For this very practical reason, that das war ein ganz praktischen Grund. Wir haben die Banken, wir haben die Regierungen mit den Steuereintreibern und wir haben die Menschen. Die Steuereintreiber. And then you have the people. Und dann die Leute, die Menschen. Okay. So, also, die Banken stellen das Geld aus, womit sie die Regierungen bezahlen. Zum einen, damit sie an der Macht bleiben und zum zweiten das Land verwalten. Im Gegenzug dazu tut die Mafia, diese kriminellen, mafiösen, Yakuza-Regierungsbehörden, tun alles, um sicherzustellen, damit du die Steuern zahlst. Damit die Regierung wiederum das Geld an die Banken zurückzahlt. Und das ist der Prozess. Und es sind die Banken, welche die Regierungen besitzen. Und all das geschieht alles über die Versorgungskette der Geldmenge, die sich Defizitfinanzierung nennt. Yeah, so Marianne, so carrying on with your point here, the movement for the future is to make your situation about how do you get paid for your software much simpler. In der Zukunft wird das viel einfacher sein, Frage, wie du das Geld für deine Software bekommst. Ja, dann sind wir noch bei Punkt 2, bevor es Punkt 3 hüpft. Genau. Also kann man jetzt sagen,
dass er niemals einen LLT jetzt einlösen würde, weil die Masse, die sich bewegt, noch gar nicht da ist. What you have to remember is that we're in a, I don't know what the word would be, but for everyone apart from you, war, Krieg. Krieg. Nicht Frieden. We're in a state of nicht Frieden. Nun, das, was wir nicht erwarten können, ist, dass die Opposition uns die Leiter und das Seil gibt, um in ihr Schloss einzudringen. Lend us, loan us, give us the use of the ladders and the rope to get into their own castle. Okay, so when you go, um auf deine Frage und Beispiel zurückzukommen, wenn du den LLT zu einer Bank bringst, um ihn einzuzahlen, zum Beispiel weil Joe ihn dir für deine Software gegeben hat, akzeptieren Sie ihn als nicht verrechnete Gutschrift von 50.000 zugunsten deines Kontos und geben dir eine Empfangsbestätigung. Und dann sehen Sie, wie Sie ihn zu verrechnen haben. Okay. Und dann sehen Sie das Prozedere, wie Sie es zu clearen haben. Now, all it happens Normalerweise schicken sie ihn zur Clearingstelle, der Verrechnungsstelle. Also er läuft durch das System, wird gescannt und dann gutgeschrieben. Aber bei unserem Check, LLT, gibt es keinen magnetischen Code. Wir haben keine anerkannte Bankleitzahl. Und wir haben keinen anerkannten Sword Code. So können wir niemals beschuldigt werden, Betrug begangen zu haben. Und so kann es nicht, kann uns nicht vorgeworfen werden, dass es betrügerisch, eine betrügerische Absicht geschah. So, sorry, du sagtest gerade Scheck, aber du meintest LLT, richtig? Scheck or LLT. Wir sind bei LLT. Wir sind nicht mehr bei 1, wir sind bei 2. Okay, so. What they will do then, was sie dann tun, when you insist, wenn du darauf bestehst, you send it for what's called special collection. Special collection. Dann ist es als special collection. Das heißt spezielle Sammlung, aber wofür? Wofür sammeln die denn? Special collection? For collecting the 50,000. Okay, also sie sagen ja, they agree. It's written in Euro. You've written it in Euro. Yeah. You gave a check to Marianne for 50,000 Euro. Genau. So, this 50,000 Euro check now, is a negotiable financial instrument. Ist jetzt ein handelbares finanzielles Instrument. It's got a signature. Es hat eine Unterschrift. It has an amount of money. Es hat ein Geldbetrag. It has a date. Ein Datum. It has a payee. Yeah. Es hat einen Zahlungsempfänger. And it has a drawee. That's the bank which is saying it will pay. Und es hat ein What you're doing is saying, I have money. It needs to go to her. So. If it's about money, the bank should have no opinion. Well, they never have an opinion. They just create the money. Yeah, they say so. It's nothing to do with it. We're just providing a service. Also eigentlich müsste es der Bank egal sein, weil sie liefern ja nur eine Dienstleistung. But it's a cartel. Aber es ist ein Kartell. Operated by the ECB. So they don't want us. Sie wollen nicht, dass in the golf club. Dass wir in dem Golf. So we're like, as they would say in America, the nigger on the block. Yeah, it's like financial apartheid. Das kommt der finanziellen Apartheid. Your money gleich. Their money is good. Ihr Geld ist gut. Isn't. Aber unser nicht. And just like in 1960s with the race riots in America in the South. Ähnlich der it's the same thing. South Africa, apartheid,
financial apartheid is now what we're in. Mm-hmm. And we will win. Das ist ähnlich des Rassismus. Ja, so, sind wir im Finanzrassismus sozusagen. So, if... Nicht Rassismus. Ja, yeah, yeah, nicht okay. Liebevoll. Okay, ja. Yeah. So, when you come with this LLT or check now and present it to the teller stroke manager... Also wenn du dann mit deinem LLT an diesen... Is it the person... Yeah, and it's gone through the circuit in Frankfurt, mm-hmm. And it gets, they spit it out. They don't want it. Mm-hmm. So, it then maybe comes back to the teller, the manager, who says to you, check Betrug, it's this, it's rubbish, it's we don't accept this, what's going on? But this is because it's here, resting on the public side. Also wenn du dann zum Manager gehst und dann nimmt dein LLT den Lauf, ich mache es jetzt nur mal für die Kamera, damit die Leute das... Dann zirkuliert dein LLT und irgendwann kommt er dann wieder an den Schalterbeamten oder den Typen in der Bank wieder zurück und sie sagen dir, dein LLT ist nicht gültig, nicht gedeckt oder so etwas. Sie spucken es sozusagen aus und das alles, weil wir auf der öffentlichen Seite sind. This guy here, so that part was what happens, what's happened to it. Okay, so these people here, there's a head of securities in the bank. Das sind die Sicherheitsköpfe in der Bank. There's merchant banking, commercial banking, personal banking, private banking. Within the bank, your bank. If you go in with €1 million, they give you a coffee, they sit you down, give you a bonbon. Also, wenn man mit €1 million reinkommt, dann bekommt man Kaffee und du wirst gehätschelt und getätschelt. Also, das sind diese speziellen. Yeah. And then they give you a private advisor to how to invest. Und sie geben dir einen privaten Sachbearbeiter in and all the private investments are over here. This is for the sheeple. This is for the cattle. Ach, das, wo er drauf zeigt, das ist für die Schafe sozusagen, für das normale Fußvolk. Yeah. Wenn du richtig Kohle, richtig Geld hast, dann kommst du innerhalb der Bankenstruktur. Innerhalb der Bank ganz andere Etagen. Okay. So, if Marianne, now it is Marianne. Yep. Marianne, okay. That you insist. Wenn du darauf bestehst, that this gets presented. Dass der LLT präsentiert wird. Then they will attach it to a letter. Dann werden sie dem an einen Brief anhängen. Yeah, and send it to us. Und senden ihn an die Weir Bank. For collection. Mm-hmm. Zum Einsammeln. Mm-hmm. To Weir Bank. With their SWIFT code details. Mm-hmm. Mit den Details des SWIFT codes. Von wem? Von der Bank? Oder? From the bank. From the bank. So let's say this is Standard Chartered in Frankfurt. Then they say, okay, we have, and this is all under what's called URC 522. Good. URC 522, what is it? Uniform Rules of Collection 522 by the International... Achso, das sind die allgemeinen Regeln für dieses für Gelderfassung. Yeah, okay. So it's all very nice. They can't tell you to rush. They can't tell you to hurry. It's like a gentleman's club. It's all very... We have this... Please, can you send us the money through SWIFT? If you can't send by SWIFT... Wenn Sie es nicht durch SWIFT überweisen können. Yeah, yes, for example... SWIFT ist schon richtig in dem Moment. Yeah. Yeah. So if you can't send it in SWIFT, then credit our account... Dann belaste unser Konto. ...with you, or... Oder send a what's called a bank gyro credit.
Oder Banken-Giro-Kredit. Yeah. So, SWIFT isn't the only way. Their paperwork says, if you can't do this, you can do that. If you can't do this, you can do this. Okay, nehmen wir. Ja, es gibt neben das SWIFT, es gibt mehrere Möglichkeiten, genau, es zu tun. Und Girokredit oder SWIFT oder was auch immer. Aber jetzt, wir sind jetzt ganz auf dem Weg, dass diese, dass unser LLT mit einem Bankdokument, mit den SWIFT-Daten, an die Wirbank geschickt wird. Ja. Kann da sind wir jetzt. Genau. Und was macht jetzt die Wirbank? Kann die Wirbank. Okay, what do we do? Yeah. Very good, Tobias. Yeah. Your English is excellent. So, what do you want? So, what we do here, was wir machen, yeah, is we receive the LLT. Also wir erhalten diesen LLT. Stroke check, and we enter it. We look and make sure that there is the account is okay. Mm-hmm. And wir checken dann erstmal, ob das Konto okay ist. Okay, mm-hmm. And it is because we pre-approve. That's why you enter the check or the LLT before you get the clearance code. Und das Konto wird schon okay sein, weil es ja vorher geklärt ist. Schon vorher geklärt ist. Das haben wir den Clearance Code so, in der beantragt. Yeah, genau, dadurch, dass wir den Clearance Code beantragt haben. Was? Which makes this the check, LLT. Ach so, was das LLT dann zum? A certified check. Zu einem zertifizierten Check. When it was a check. Or a cashier's check. Oder ein, was ist ein cashier's check? Cashier's check. Or Bar-Check. A teller's check. Teller, like issued by the bank itself. Oder bankbestätigter Check. And in Germany. Und in Deutschland. They are so frightened of cashier's check. Haben die Angst vor Barchecks? That I think it's technically illegal. Dass sie denken, dass es nicht legal. Das, yeah. And this is because. Und das war they feared. They had fear. Sie befürchten. Weil sie befürchten. They would replace cash. Dass sie mit Geld ersetzen müssen. Yeah. Yeah. Really? Because yeah, because sie haftbar sind, genau. They're as good as cash. Yeah. And the point between the of the LLT and the check, why it's so powerful. Der Punkt, warum LLT und Check so kraftvoll oder machtvoll sind. Yeah, for Marianne. When she said about how can we pay with these, what can we do with them? Um deine Frage zu werfen. Mm-hmm. You can put anything on it from 1 euro. Du kannst alles drauftreiben von 1 euro. To a million euro. Bis zu 1 Million Euro. On the same piece of paper. Auf das gleiche Stück Papier. And pay anyone. Without the need for the ATM machine. Ohne Notwendigkeit für Geldauto. Geldautomat. So, if there is ever a problem with the banks, also wann immer es ein Problem mit der Bank gibt, there is no cash. The machine doesn't give the cash. Ach so, dann gibt auch ein Geldautomat kein Bargeld raus. But aber we still have this. Aber wir haben immer noch diesen in a very small scale. This is at this point now. Mm-hmm. At this point. But hopefully very soon we go to this next stage. Aber hoffentlich werden wir ziemlich bald auf die nächste Stufe gehen. Yeah. To make Marianne's life much easier. To make it, also nochmal, um es ganz deutlich und klar zu machen. Die wichtige Stufe ist bei der Bank wegen mir in Frankfurt. Yeah. Ja, bei der Bank in Frankfurt. Das ist die ganz wichtige Stufe. Dass unser LLT dort wegen mir diese SWIFT-Daten bekommt, damit die Wirbank das verifizieren kann, clearen kann, nochmal extra, und dass wir dann mit dem Geld wirklich arbeiten können. Also dass es gut geschrieben wird. Nur
Der Punkt, Peter, ist, da unten in Frankfurt sitzen Leute, die machen das nicht einfach. Ja? Verstehst du? Mit dem SWIFT. Die machen uns das nicht einfach. Wenn sie Was haben wir für eine Kraft, eine Möglichkeit, dass wir auf jeden Fall die SWIFT-Daten bekommen? How can we get the SWIFT? SWIFT dates to make sure what possibilities do we have to make sure to get the SWIFT details from the Frankfurt Bank, for example. They will give it to you straight away. You just ask for their account, and they will give you their sort code, their SWIFT code, and their what's called routing number. Yeah. Any bank will do that. Fragen, und dann geben, so sagt er, dann geben sie aus dem SWIFT Code diese routing number. BIC or IBAN, but most of it is 99% of the transactions go over SWIFT. 99% der Transaktionen laufen über SWIFT. Genau. The larger transactions are typically go over IBAN or BIC or things like that. Größere Transaktionen gehen über IBAN und BIC. SWIFT is only usually up to about 50,000, I think, or 100,000, I'm not sure. But what SWIFT is my gewöhnlich nur für Beträge von 50, maximal 50,000 oder 100,000, yeah. Weiß ich nicht mehr. So when they now send this to us, I'm sorry. Wenn sie das zu uns an die Wirbank senden, with the instructions, mit den Instruktionen, this is your big card. Dann ist es deine große Karte. They're acknowledging we're a bank. Dass sie es akzeptieren oder anerkennen, dass die WeBank eine Bank ist. Genau. They write on to the manager, WeBank. And with this compliance, it's bank to bank. Das ist Bank to bank. Von Bank zu Bank dann. Bank zu Bankgeschäft, genau. Which you, Marianne, can't do, and I can't get my brother to do, if I had a brother. Mm-hmm. Which totally also etwas, was brother. Du nicht machen kannst, machen und auch nicht irgendwie sein Bruder. Das muss die Bank machen. So you have to have this bank to bank relationship. Brauchen diese Beziehung zwischen Bank und Bank. Genau. Because what we have said, or what I have said, weil er gesagt hatte, is that we're the only friends wir sind that Freunde. The bank has, these banks have now. We're here to help them. Wir alle bilden die Vereinigung von Freunden, die dabei mithelfen. Mm-hmm. Because wir bilden diese Energie. The banks have no money left. They are bankrupt. Okay. Daraus resultiert eine wichtige Frage. Eine wichtige Frage resultiert daraus. Im Moment machen sehr viele Menschen, reichen die LLTs bei den Ortsbanken ein. Ja, also in ihrem Bereich. Many people bring their LLTs to the regional banks in their hometown Okay. So is that a mistake? Und die, ne? Ja. Und die sagen nein. And they say no. Nein, das geht nicht. Okay. It doesn't work. Wenn wir jetzt die Erfahrung haben, if we have the experience, dass wir in Frankfurt die Entscheider haben, that we have the deciders, dann schicken wir doch alle unsere LLTs besser nach Frankfurt. Then we better send all our LLTs to Frankfurt. Not really, because we're here to create, it's called creative dissent. Creative dissent?
created. Er hat jetzt eigentlich gesagt, was er mit dem Ding macht, wenn er es bekommt. Descent aus. Descent is the school teacher says you do this and you say no, I'm doing this. You go the opposite way. Descent, abweichende Meinung, Meinungsverschiedenheit. Ja, also abweichende Meinung. But creative. Aber creative, eine schöpferische Meinungsverschiedenheit. Oh, sounds good. So just jumping back for Marianne here to finish this off. The question here, die Frage hier, when this, the LLT or check, wenn der LLT oder check comes to Weirbank, so bei der Weirbank ankommt, what do you want? Was willst du? And the answer has to be payment, money. Und die Antwort muss sein Zahlung, Geld. Simple. Ja, einfach. Ich muss das, weil wir hatten mit ET. Bitte lass ihn bitte. Ist endlich dabei, was zu beantworten. Ja, mit der Übertragung an die Viribank ist die Zahlung erfolgt. Mit der E-Mail-Übertragung ist die Zahlung erfolgt, weil du legal Tender bist. Ja, yeah. So. Das perfect. Ist das. So, sobald die Bank das links brauchen, die nur den LLT nehmen und das in den Computer. This is the only question. If they loved you. And if they wanted to help you, wenn sie dich lieben würden und dir wirklich helfen möchten, if this world that the politicians tell you is free and fair and a democracy, wenn diese Welt wirklich frei, fair und eine Demokratie wäre, wie die Regierung uns erzählt, and the dream under Article 101 of the Treaty of Rome. Und der Traum und der Artikel 101 der römischen Verträge. Treaty of Rome, römischen Verträge. Yeah, okay, thank you. About freedom of competition, no collusion. Freiheit, Wettbewerbsfreiheit. No cartel. Keine Kartelle. Yeah, no subsidy or subsidization or etc. If all this is true. Wenn das alles wahr wäre. When it isn't. Was then es nicht ist. A simple thing would be a transaction to us, from us dann to them. Eine einfache Sache, die Transaktion. In what they use every single day, which is das, was sie jeden Tag machen. Monetary unit of account. Monetary unit of account. Checkbook money or bank ledger money. That's what they use. Yeah, their money. So there is only. This is the proof. There is only. Now it's less, but we'll say. Of all money on the planet, 2% is cash. Von all Geld, was auf dem Planeten gibt, gibt es nur 2% davon Bar. If you therefore want to pay in legal tender. Irgendwie jemals in mit dem Gesetz Zahlungsmittel bezahlen will, ne? To make a point, um es kurz zu machen. You couldn't do it. Könntest du es nicht machen? It's weil es nur 2% war. Credit card money, bank loan money, mortgage money. Ist alles Kreditkartengeld, Hypothekengeld, Darlehensgeld. Right. So, what we now do. Is what we do now, and this is the point. Und das ist der Punkt. You've got to get them to send it to us. Wir müssen sie dazu bekommen, dass sie es an die Wirbank senden. Because weil Uniform Commercial Code, der UCC, United States Code, Article 12, der Artikel 12 der Statuten der Vereinigten Staaten. Bills of Exchange Act. Das weiß ich nicht auf Deutsch, nur auf Englisch. Yeah, right. Stipulates, if you have offered to pay and they refuse to present, you can walk away from the table. Okay. Full stop.
No other law exists on the planet. It is, sorry, it's their law. How many banks presented the LLT to you? Job zu machen. Mehr ist das nicht. Die Übersetzung bitte. Die Übersetzung bitte. Ja. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. In dem Moment, wo wir unser Zahlungsversprechen, weil wir der Wert sind, geleistet haben, können wir vom Tisch abtreten, weil wir alles getan haben, um die Zahlung zu leisten. Yeah. Okay, jetzt kommt was ganz Wichtiges. Jetzt kommt diese Zahlung bei der Marion an. Yeah. Auf ihrem Konto. Das wird auf ihrem Konto gut geschrieben. Das ist die Final Aktion. Und das erreichen wir, dass die Bank, die den LLT hat, so habe ich dich verstanden, dass die bitte den LLT auf jeden Fall an die Wirbank schickt. Mm-hmm. How often did this happen? Und da gibt es doch sicherlich auch ein Gesicht, dass sie ihrer Verpflichtung nachkommen müssen. Yeah. Da gibt es doch sicherlich. Of the checks and LLTs that have gone out in book form. From the bank to you. That have been issued. We have got probably no more than probably 5-10% maximum back. However, the point is, what? For checks. Just a moment. Also sagt, von den LLTs und Checks, die als Bücher ausgegeben wurden an die Menschen, die Promissory Note eingereicht haben, sind bisher nur zwischen 5-10% tatsächlich wieder zurückgekommen an die Wearbank. Das heißt also präsentiert worden, dass sie ausgeglichen werden. Gut, wir wissen jetzt nicht, wie viele haben ihre LLTs und haben tatsächlich schon welche eingereicht, das ist Punkt 1. Aber wir können im Moment davon ausgehen, glaube ich, und so meint es Peter, dass der Prozentsatz noch sehr niedrig ist und wir dafür einstehen müssen, die Bank dazu zu bewegen, dieses LLT an die Wearbank zu geben. Genau. Und die LLTs sind ab wann verschickt? Das müssen wir auch berücksichtigen. Wir haben ja noch nicht so einen langen Zeitraum, weil die Shakes laufen ja schon länger. Wie lange laufen die LLTs? December. Very new. Also Dezember 2015, ja, okay. Und wir haben jetzt Januar 2016. Ja, okay? Ja. Also da haben wir auf jeden Fall noch mit den LLTs jetzt eine ganz andere Basis. Yeah. Yeah. So, with the checks, checks oder LLTs were not crossed. Die wurden nicht mit diesen zwei Strichen versehen. So, it usually it says on your check, account payee only. That means account payee only. So if I make it to Marianne, then only Marianne can have that paid in the account if there are the lines on it. Mm-hmm. Achso, ja, das zur Verrechnung ist das. Dass no es dann lines nur on it, an den Empfänger gehen kann. Anyone can cash it. Was? Anyone can cash it. Without those. Ja, also wenn das nicht zur Verrechnung gekennzeichnet ist, dann kann das jeder einlösen. The bank can monetize it. Die Banken können es monetarisieren account and send it back to you, saying it's dishonored, whatever. Sie haben nichts getan. And this is what happened in the 60s and 70s and 80s. Das passiert in den 60er, 70er, 80er Jahren. With all your checks. Mit all euren Checks. Once your check had gone through the system, the stamps. Sobald dein Check in das System ging, mit den they abgestempelt said, wurde. Because there were no printers, there were no cameras. It went back to you for your records. For your record keeping. Also früher sind die Checks alle, da es ja noch keine elektronische Verarbeitung gab, quasi mit Stempel und solchen Zeichen eben abgehakt worden und dann an den zurückgegangen, der ihn eingelöst hat. Für die Buchhaltung.
Ja. Das Buchhaltungssystem ist ja deutlich älter wie Computer. Ja. So, just because they send them back, doesn't mean they haven't done something with them. Bedeutet nicht, nur weil sie es an dich damals zurückgeschickt hatten, bedeutet es nicht, dass sie nicht noch etwas anderes damit gemacht haben. Many times they refuse to send them back. Viele Male haben sie sogar abgelehnt, es zurückzusenden. Yeah. And they keep them. Und behielten sie. So what you must do if they will not return it? Wenn sie es nicht zurückgeben, was wir dann tun müssen? They must make a declaration. Müssen sie eine Erklärung machen? That they have not monetized it. Dass sie es nicht monetarisiert haben. And if they won't? Und wenn sie das nicht wollen? Then maybe they have. Dann haben sie es wahrscheinlich schon getan. So. This is the point here. So what we do here now, dass wir da an diesem Punkt when they're asking for the money, wenn sie nach dem Geld fragen oder der, we produce the same type of certificate that they sent. Yeah? Also dann produziert er sozusagen auch das gleiche Art von Zertifikat, wie sie es präsentiert haben. An EFT. Ein EFT. So, because what's happening in America now and in Canada. Was in Amerika und in Kanada gerade passiert. And I think is done because Solvig has done the translation now on this. An EFT. Yeah? Here, instead of the special collection, anstelle der Special Collection. Special form, yeah. Collection. Yeah. What we have is this, and in this part, the bank here in Germany. Und den Teil macht die Bank in Deutschland. Name of the bank, sort code, their address. Also schreiben Sie dann Bankenname, ihren Sortierungscode, die LLT, eben alle Daten. The amount. Betrag. And the name. Und Namen. Of the bank officer. Of the bank officer. Mm-hmm. Yeah. Und yeah. Den Namen des Sachbearbeiters der Bank. Then the SWIFT details. Dann die SWIFT details. All the SWIFT details go here. Mm-hmm. Uh-huh. Okay. Right. Then they put copy of the LLT. Dann machen sie auch eine Kopie des LLTs. And then all this down here is for WeerBank. Sorry, what? Der untere Bereich, das ist zum Ausfüllen von der WeerBank. Ah, okay. Das, mm-hmm. So, that's coming to us. Das erhalten wir, also die WeerBank. And then what we send back now und is wir senden dann zurück. We take the SWIFT language out of the book. Die WeerBank entnimmt dann diese SWIFT-Sprache aus den passenden Büchern oder Dictionaries dazu. And send it back to them. Und sendet es zurück an die Bank. But it says swallow instead of SWIFT. Okay. Und because before what was happening is we were saying you can now credit your account. Was davor war, ist, dass die WeerBank gesagt hat, WeerBank was saying we have made the deduction and you can credit. Yeah, it's a bit complicated. We have, so if it was 100,000 and the LLT was for 50, now that account shows 50. Yeah? Achso, dass du das Konto belastet hast. Yeah, so we have adjusted the account. Mm-hmm. Belastet the money das Konto. Now, because it's an accountancy procedure under what's called double entry bookkeeping. Ja, das ist eine Buchhaltungsprozedur. Was eine That's the definition of banking. Was? That's the definition of also, banking. Also, das ist die Definition von banking. Okay, so we now send it. We used to send it to them ordinarily, saying,
We have now debited the account. Ach so, vorher hatten Sie es gewöhnlich, also ganz gewöhnlich gesagt, indem Sie sagen, wir haben dieses, haben das Konto jetzt belastet. And you can now credit your account. Und die andere Bank ist, kann jetzt nun diesen Betrag gutschreiben auf dem anderen Konto. Aber, okay. Yeah, because if there's a minus here. Weil wenn auf der einen Seite ein Minus ist, muss auf der anderen Seite ein Plus entstehen. There must be a plus coming somewhere else. Mathematics, it's can't, energy can't be annihilated. But there was an official enough for them? Right, it That's wasn't. That's why you Yeah. Created such a like a form. Yeah, this is what we used to do. Mm-hmm. Das and then normal. They kept writing, they kept emailing back or faxing back. We still have not received the money. Das haben Sie so gewöhnlich gemacht, ne? Also wir haben jetzt, das haben Sie einfach eine E-Mail geschrieben, so nach dem Motto, wir haben das Konto jetzt belastet, ihr könnt es auf dem anderen Konto gutschreiben. Mm-hmm. Das hat die Bank irgendwie nicht begriffen. Und hat dann immer wieder Faxe oder E-Mails geschrieben, wir haben immer noch nicht das Geld erhalten. Now we used daraufhin to say, hat er irgendwie dieses Formular in. Yeah, oh. Yes, you have. Und er sagte, ja, doch, hat no, er. No, we haven't. Yes, we have sent. No, we haven't received it. So, it's a communication problem. Hat ein Kommunikationsproblem. And here, they don't have any idea. Also the public side. Yeah, no, the teller, the people in the bank. Also die normalen Sachbearbeiter und so etwas. They're 18 years of age, 20 years of age. Jung. They get minimum wage nearly, and they don't know. So, the SWIFT terminal is like this. Der SWIFT Schalter ist. And so, if they don't see it on their screen. Ach so, wenn Sie es nicht auf Ihrem Bildschirm sehen können, then in their world, in ihrer Welt, it hasn't arrived. Dann ist es in Ihrer Welt nicht angekommen. Also muss er irgendwie einen Weg finden. So, with now putting jetzt? The official language for Swift, offiziellen Sprache, Swift-Sprache. Yeah, when they receive this transaction back. When they receive the communication from us. Also wenn sie dann diese Kommunikation von der Weir Bank erhalten. Yeah, now, yeah, ist das in Form eines Codes? Yeah, and the Swallow Code as Swallow well. Code. But, yeah. Now they're confused. Nun sind sie verwirrt. They're going like this, because they understand the language. Sie verstehen die Sprache. But it's not come over the SWIFT terminal. Ah, nicht aber es kommt nicht über SWIFT terminal. Ja. Über den Bildschirm. Okay. So they can read it now. Sie können es jetzt lesen. And this is exactly what they want. Und es ist genau das, was sie wollen. But it's not on here. Aber es ist, also es steht genau drauf, was sie brauchen und wollen. And aber es erscheint eben nicht auf ihrem technischen Bildschirm, so wie sie es yeah. gewohnt sind. So, when does our responsibility for the LLT end? Okay. The moment, presented to the moment Nabila writes it and gives it to you as a on the public side. In dem Moment, wo du es ausstellst und mir gibst, yeah, auf like, der yeah, öffentlichen Seite, also wie yeah. wir vorhin gesprochen haben. Because don't forget, you can't mix up the two sides. Du kannst diese private beiden and public, nein, even beiden now, nicht miteinander vermischen. The time when it would be successful is when you see in your account the money, the credit. Mm-hmm. Until that time, okay. we're still fighting it. Mm-hmm. And at the moment, that's happened on quite a few occasions, mm-hmm. but nowhere near the number that it should have, because it's on the private side. So the problem on that private, that side is the banks
are helping us. Mm-hmm. Now, they don't want to help us. Mm-hmm. So that's why they don't want to clear it that way. Mm-hmm. It's too high profile. On the public side, mm-hmm. it's a different matter. Okay, wir stopp. Bitte auf Deutsch. Also das was er gerade gesagt hat, also verstehe ich das, du kannst mich ja gerne ergänzen, ist, dass wenn es auf der öffentlichen Seite eine Schuld gibt, dann ist es einfacher, weil die Bank muss es klären, zum Beispiel das Finanzamt. Ja? Die Bank wird sich nicht gegen das Finanzamt stellen und sagen, das tue ich jetzt nicht klären. Sondern die sagen sich, oh, das Finanzamt, dann mache ich das. Oder der Wasserversorger oder der Stromversorger oder irgendwelche öffentliche Einrichtungen. Während, wenn es jetzt zwischen zwei Freunde passiert, die sich das Geld quasi austauschen, dann ist die Bank in der Position, sie kann helfen, wenn sie will, oder nicht. Weil die Gefahr, dass der Freund gegenüber der Bank nachher große Ansprüche erhebt oder vielleicht vor Gericht zieht oder irgendwas, so gering, dass die Banken sich sagen, wieso, warum soll ich das Geld jetzt transferieren? And what you have to also remember, to have the account credited here, yeah, mm-hmm. for you. Mm-hmm. Du musst auch daran denken, dass also dass in unserem Beispiel jetzt mein, mein Konto mitgeschrieben wird, der das Betrag. Ist auch yeah. richtig. Very important. They have a discretion. They can do it or not. Okay. On the public side. Das liegt nach ihrem Ermessen. Sie können es tun oder nicht. If you say you have paid, wenn du gesagt du hast gezahlt, they have to prove, dann müssen sie beweisen, that you haven't. Dass du es nicht getan hast. There's a difference. You must understand this. Und das to prove verstehen. You have not paid means they have to take all their acts and legislation and rip them in two. Ah. On the public side. On the private, it's anything. Now, though here we're in a public bank. Hier sind wir auf einer öffentlichen Bank. They still control what they do with the instrument. It's like, da kontrollieren sie immer noch, was sie mit diesen Instrumenten machen. Also da haben sie Kontrolle drüber. It's like walking in here. It looks hier. Like a room, but really it's a church. Sieht aus wie ein Raum, aber es ist in Wirklichkeit you know, eine Kirche. Also dass es zwei Gesichter hat. Yeah. So the public side for the LLTs and the checks. Die öffentliche Seite für die LLT und die Checks. Is the biggest problem people have? Das ist das größte. Also was ist das größte Problem, was die Menschen haben? The other side is of no significance. Die andere. I don't care if you can get the check done for the new smart car or for the winter tires for the car. Irrelevant. And people are using the LLTs and the checks for everything. Pay for weekend in hotels, paying for everything. And it works? Sometimes it works, sometimes it doesn't. I don't care. But this is not the point. The point is up here. Yeah. And everybody is lost in their own little world here. Me, 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 me. Darum geht es gar nicht. Ja, genau. Um diese sich selbst nur zu sehen, dass jetzt mein Scheck durchgeht. Es geht um das große Bild. Um diese Banken herauszufordern. Um das große Big Picture. So I just want to address this because it's very, very important. Das ist sehr wichtig. Möchte hervorheben. Above all, this is an educational Wanderung. Im Grunde ist das, was wir mit der Wirbank da machen, es hat ein bisschen sowas wie einen erzieherischen Auftrag, wie eine so lehrreiche Wanderung. Ja, ich sage immer, es ist eine Lebensreise. 99% of the people, for example, in America, 99% der Leute in Amerika zum Beispiel, have just come for the checkbook. Sind nur wegen des Checkbooks an die Wirbank herangetrieben. No idea about any of this and this and this and this. Wir haben keine Ahnung, wie das Geldsystem funktioniert, was dahinter steht. Okay, so they don't care and I don't care.
Ja. Sie kümmern sich nicht oder es ist ihnen egal. Wenn sie sich nicht bemühen, sich ein bisschen mehr da reinzuarbeiten, warum soll ich mich dann dafür bemühen? Habe ich kümmert. Ungefähr, ja. So, it isn't they about... Don't care. I don't care. Okay. It isn't about that. It's the end that we go to. So es geht nicht darum, sondern es geht darum, wo wir hin wollen. Yeah. All the checks are like arrows. Sind wie Pfeile, die abgeschossen werden. And we don't care who fires them. Und wir macht für mich Sinn. Wer sie abschießt. A black man in Detroit. Ein Schwarzer in Detroit. Yeah. A farmer in Bayern. Yeah. It's farmer the same. Yeah. Ist das gleiche. Okay, you can do it like this. Du kannst like es mit this. You just do it blind. So before we take the break, the idea from this now is Wells Fargo Bank in America has never presented one check for LLT. Die Wells Fargo Bank in Amerika hat niemals einen Scheck oder Garantie präsentiert. It's been very aggressive against us. Die war sehr aggressiv gegen uns. However, JP Morgan, Bank of America, one called SunTrust in Florida, they send lots to us. Die haben eine Menge zurück an die wir weggeschickt. And on 2 days ago, we've had a vice president from a branch of Bank of America. Vor 2 Tagen hatten Vizepräsident der Bank of America. Yeah, and SunTrust in Florida. Und von SunTrust in Florida. Say they want to work with us now. Die gesagt, dass sie mit der WeaBank zusammenarbeiten möchten. To find a way. Um einen Weg zu finden. To get these through. Oh, um die LLTs so durchzugehen. Now, here, just hang on. Sorry. The problem seems to be, das and Problem this is something sein, for you, und das ist etwas hier für uns, if it's a foreign check or LLT, wenn es ein ausländischer Scheck oder LLT ist, the Bank of America and SunTrust and JP Morgan say, sagen, it has to go this route. Dann hat es this route, this route this here, formula. Yeah. Has to be posted to us in England. Then complicated. If we can have a fax number or a phone or an address of the associate bank in America, they can clear it. They say no problem. Because it's then domestic, not international. Also die amerikanischen Banken und Trusts haben gesagt, dieser komplizierte Weg, das wollen wir nicht. Wir wollen einen einfachen Weg haben. Und wenn wir von der WeaBank im jeweiligen Inland eine Telefonnummer, eine Faxnummer oder eine E-Mail-Adresse bekommen, dann machen wir das. Gut. So, going to hear now from Marianne just before the break is... The next stage is to cut this out completely. Die nächste Stufe ist, das völlig rauszuschneiden mit diesem ganzen komplizierten Transaktionsverfahren. Bringing in a payment card. Und es mit einer Zahlungskarte. Which links with this, but the idea now is the next stage, we keep this going, yeah, this carries on as normal. But then we get the card. Dann kommt die Karte. Charged. So it's the card, I think, which will carry the units. Ist die Karte, die dann die Einheiten, also die Währungseinheiten, prepaid. Very quickly, the idea will be we have these terminals. Mit so einem Terminal? Yeah. Small. Yeah. Not connected to the internet.
Nicht mit dem, die nicht mit dem, ist nicht mit dem Internet verbunden. Not connected to the phone line. Auch nicht mit der Telefonleitung. So, you are a, I don't know, you are the local, initially it has to be with small businesses that control, like a building company, people who sell bread and products, electrician, mechanic, all these independent garage. Also soll anfangs mit kleinen Geschäften. Plumber, electricians. Wie Bäcker, Mechaniker, KZ-Werkstatt und all solche. Yeah. Ganz normale so Leute. They have one of these. Die haben so ein kleines Terminal. And you have one of these. Und du hast eine Karte. And so it's just the same principle. You know, you come to him, card in, debit, let's say 350 could be euro, but we encourage them to start trading RE. Es können Euros sein, aber wir ermutigen sie, es in RE. And the only thing they have to do, das Einzige, was sie tun müssen, is register with us. Ist bei uns registriert zu sein. Okay, so the terminal will either come at a small cost, or we may be able to give it. I don't know. But for free? Yeah, I doubt it. But also we'd like to. Also wird's gerne kostenlos geben, dieses kleine Terminal. So kann noch sein, the card comes in, the transaction gets made, the card gets debited, it's okay, the trade goes ahead, he does the work, and then once a week, maybe Tobias would say once every 3 days, I don't know, the information now gets connected and uploaded to WeirBank. But then with the internet? Yes, or through the phone line. Okay. Because it's then only exposed for that 5 minute period once a week. And also okay, gut. Also das sind wie so eine Festplatte anscheinend drauf. It's like a little computer. Yeah, same like they use on the trains. With a hard drive on it. Yeah. Well, with yeah, memory. Well, yeah, like a USB, a big USB pad or genau. Something. I don't know. Also du machst so kleine Terminal, wo du dann zum Beispiel ganze Woche lang deine Geschäfte machst, zum Beispiel der Bäcker. Ne? Und du zahlst wie ganz normal auch jetzt mit einer EC-Karte oder irgendwie so etwas. Ja. Und das wird alles auf diesem kleinen Terminal gesammelt und einmal in der Woche wird das dann ans Internet angeschlossen und dann und von den 150.000 abgezogen. Zur WeirBank übertragen. Und der Sinn dahinter ist, dass es dass diese Daten nicht ständig im Internet ausgesetzt sind, sondern dass man es so weit minimiert, dass sie nur einmal in der Woche 5 Minuten durchs Internet gehen müssen, okay. Um dann auf der anderen Seite zu landen. Ah, um die macht ja, ne? So they'll have a sign, if it's a hotel, or if it's a friseur, or it can be anything, these people we want, the small companies, the small people run the country, not the Coca-Colas, not the Elf Oil, not the okay. Tengelmann. So that's the idea, wherever they see this sign, wenn immer sie dieses Zeichen sehen, müssen sie die kleinen Leute, die das Land ausmachen. Can be in anything from es laufen lassen. 10% akzeptiert to 100% in RE, plus what isn't paid in RE is paid in Euro. Okay. Aber da wird es dann für jede Region aber eine Liste geben können. Das kann man bestimmt so. Okay. Ja, das ist doch schon. Okay. Plus, there's something else on top now where we will. And we'll talk about that maybe later.